wette, ich bin's, Jimmy. Mr. Durham, irgendwas ist mit Betty. Öffnen Sie doch die Tür. Die singende Violine. Betty, Liebes. Die singende Violine. Sie war wieder hier. Ich habe sie gesehen und gehört. Die singende Violine. Ich habe sie gehört. Betty. Ich habe sie gesehen. Geben Sie ihr eine hiervon. Es ist das Beruhigungsmittel, was Dr. Marino hier gelassen hat. Sie wird bei meiner Stieftochter bleiben. Willand, Sie haben sich sicher schon gefragt, warum ich Sie als Wochenendgast in mein Haus eingeladen habe. Ich dachte, die bevorstehende Hochzeit von Betty und mir wäre der Grund, Sir. Nein. Sie sollten mit eigenen Augen sehen, warum diese Hochzeit nicht stattfinden kann. Ich verstehe Sie nicht, Sir. Sind Sie blind, Winant? Sie haben gerade eben selbst erlebt, dass meine Stieftochter langsam ihren Verstand verliert. Sie hat nie etwas erwähnt. Natürlich nicht. Tanzende Skelette, kopflose Männer. Und heute Nacht eine singende Violine. Sir, das ist sicherlich nur Ihre Einbildung. Albträume. Aber sie besteht darauf, dass sie diese Dinge wirklich sieht. Ein klarer Fall von Incipient Dementia Praecox. Es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen. Mein Arzt hat mir mitgeteilt, dass Betty innerhalb der nächsten Wochen, wenn nicht sogar Tage, als hoffnungslos verrückt eingestuft werden soll. Sind Sie fertig, Sir? Ja. Suchen Sie mal die Thompson-Akte raus. Sie wissen schon, der Hedef-Mörder. Ja, Sir. Mr. Holmes hat den Fall toll gelöst. Meinen Sie nicht auch, Sir? Darf ich Sie daran erinnern, Wilkins, dass Scotland Yard auch an diesem Fall gearbeitet hat? Ja, Sir. Was soll ich mit der Akte tun, Sir? Tun Sie sie in die geschlossene Fälleakte los. Sehr wohl, Sir. Diese Woche scheint es weniger Verbrechen in London zu geben, Sir. Es war eine langweilige Woche. Ja, es ist so langweilig, dass ich dagegen etwas unternehmen muss. Was denn, Sir? Ich besuche mal unseren alten Freund Sherlock Holmes. Wenn wir nämlich keine Verbrechen haben, klärt er sie meist schon auf. Eine junge Frau mit Halluzinationen. Eine alte Haushälterin. Ein strenger Stiefvater. Ein verzweifelter junger Mann. Ein unheimliches altes Haus in einer ruhigen Londoner Gegend. Dies war einer der bizarrsten und erschreckendsten Fälle, der je die Talente meines außergewöhnlichen Freundes Sherlock Holmes herausgefordert hatte. Es war an einem ruhigen Tag mitten im September, als ein unerwartet grausamer Mord uns plötzlich in diesen Fall stürzte. Aber was? Kommen Sie mit, Watson. Komm! Nein! Komm!
Treten Sie bitte zurück. Zurück. Was ist mit Ihrem Fahrgast passiert? Er ist tot, Sir. Tot? Verschwinde. Sie haben recht. Er wurde erschossen. Was geht hier vor? Dieser Mann in der Kutsche, Inspektor. Er wurde erschossen, Sir. Treten Sie doch bitte zurück. Bitte zurücktreten. Treten Sie bitte zurück. Gehen Sie bitte weiter. Bitte. Treten Sie bitte zurück. Gehen Sie bitte weiter. Treten Sie zurück. Gehen Sie bitte weiter. Officer? Ja, Sir. Sie übernehmen hier bitte. Ja, Sir. Also, Kutscher, dann erzählen Sie mal. Ja, ich weiß nichts. Wir waren... Wir hätten beinahe einen Besuch bekommen. Hätten? Was meinen Sie mit hätten? Ein junger Mann, aber er wurde ermordet, bevor er uns erreichte. Ermordet? Woher wissen Sie das? Bitte weitergehen. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte gehen Sie weiter. Oh, hallo Lestrade. Ich habe Sie schon erwartet. Ich wusste doch selbst bis vor wenigen Minuten nicht, dass ich kommen würde. Ich vermute, Sie kennen auch den Grund meines Besuchs. Mord. Dr. Watson und ich hörten den Schuss, Sir. Ich habe durch das Fernglas das weitere Vorgehen beobachtet. Dies fand man in seiner Tasche. Sherlock Holmes, 221B Baker Street. Er war bei einem Tee- und Gewürzehändler angestellt. Das Aroma ist unverkennbar, oder, Watson? Ganz unverkennbar. Die Börse des Mannes hat uns weiteren Aufschluss gegeben. Sein Name war James Winant. Er wohnt am Crestwood Place Nummer 5. Er arbeitet für Stackhurst und Durham, Tee- und Gewürzehändler. Stackhurst. Stackhurst. Sagt Ihnen der Name was, Holmes? Nun, das sollte er. Stackhurst und Durham stehen doch auf fast jeder Teedose in England. Was wollte der junge Winant von Ihnen, Holmes? Winant? Durham. Ha. Ich habe noch nie von einem Winant gehört. Konnten Sie irgendetwas von dem Kutscher erfahren? Nein. Einer der Passanten hörte, wie er sagte, die singende Violine. Die singende Violine? Nun, das hat sicherlich nichts zu bedeuten. Hat nichts zu bedeuten, Lestrade? Nun, natürlich nicht. Holen Sie Ihren Hut, Watson. Nun, wohin gehen wir, Holmes? Wir werden den Mörder von Jimmy Winant aufsuchen, was sonst? Sie behaupten doch nicht, dass Sie wissen, wer der Mörder ist. Natürlich weiß ich das. Sie nicht? Ich wüsste zu gerne, wer in diesem schaurigen Gemäuer lebt. Ein reicher Mann? Guy Durham. Durham? War das nicht einer der Partner, für dessen Firma der junge Winant arbeitete? Ja, das einzige überlebende Mitglied Stackhurst starb vor 15 Jahren. Holmes, Sie sagten doch, wir würden Winants Mörder aufsuchen. Sagte ich? Ja. Guten Morgen. Ich bin Sherlock Holmes und dies ist Dr. Watson. Ich würde gern mit Mr. Guy Durham sprechen. Hier ist meine Karte. Ich richte es aus, auch wenn es nichts bringt. Er möchte auf keinen Fall gestört werden. Treten Sie ein. Oh, erlauben Sie mir, dass ich Ihnen zu Ihrer neuen Stellung gratuliere. Danke. Woher wissen Sie, dass ich hier neu bin? Mrs. Ferguson, wer ist das an der Tür? Entschuldigen Sie mich. Kommen Sie, Watson. Woher wussten Sie das? Nun, sie kannte die Position der Vorhangschnur nicht. Sie ist hier offensichtlich noch nicht lange angestellt. Offensichtlich. Es tut mir leid, Sir, aber dies ist ein ungünstiger... Oh! Aber was bitte soll das denn? Es tut mir leid. Ich konnte Sie einfach nicht aufhalten.
Ich muss mich für unser Eindringen entschuldigen, Mr. Durham, aber ich muss Sie dringend sprechen. Nun gut. Wenn Sie schon mal da sind, was wollen Sie denn? Ich nehme mal an, Sie sind Sherlock Holmes. Zu Ihren Diensten, Sir. Und dies ist mein Freund und Kollege Dr. Watson. Es ist mir eine Ehre. Ebenfalls. Setzen Sie sich doch. Ich muss Ihnen leider sagen, dass ich Ihnen schlechte Nachrichten überbringe, Mr. Durham. Ihr zukünftiger Schwiegersohn wurde vor kaum 2 Stunden ermordet. Was? Winland ermordet? Aber Holmes... Die Verlobungsanzeige von Miss Betty Durham und Mr. James Winland wurde vor 2 Tagen in der Times veröffentlicht. Mr. James Winland war auf dem Weg zu mir, als er überfallen und erschossen wurde. Aber weswegen wollte er Sie denn aufsuchen? Wissen Sie das nicht, Mr. Durham? Nein. Dann weiß es vielleicht Miss Betty, Ihre Stieftochter, nicht wahr? Ja, Betty ist meine Stieftochter. Ich adoptierte sie, als ich ihre Mutter heiratete. Vielleicht kann sie ja ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Tut mir leid, aber ich kann Ihnen nicht gestatten, sie zu befragen. Sie ist in letzter Zeit in einer sehr labilen Verfassung. Heute Morgen schickte ich sie auf Anraten unseres Arztes weg zur Erholung. Aus diesem Grund denke ich, es ist das Beste für Sie, im Moment nichts von Winnens Tod zu erfahren. Oh, das ist wirklich sehr traurig. Vielleicht ist die Aufregung über die bevorstehende Hochzeit der Grund für Ihre überreizten Nerven. Nicht nur vielleicht, Doktor, ganz sicher. Ich muss mich nun entschuldigen, ich fürchte, ich kann Ihnen nicht weiterhelfen. Oh, Mr. Durham, wie ist der Name und die Adresse Ihrer vorigen Haushälterin? Warum fragen Sie? Nun, Haushälterinnen sind heutzutage schwer zu finden. Falls sie noch keine neue Stelle gefunden hat, würde ich sie gerne einstellen. Nun, ich empfehle Ihnen meine vorige Haushälterin lieber nicht. Sie war eine Diebin, müssen Sie wissen. Guten Morgen, Gentlemen. Glauben Sie wirklich, dass Durham der Mörder ist, Holmes? Ja. Warum sind Sie so sicher? Nun, vor 15 Jahren starb Horace Stackhurst unter sehr mysteriösen Umständen. Stackhurst? Meinen Sie den Stackhurst aus Durhams Firma? Sie sagen es. Kurz nach dem Tod von Stackhurst heiratete seine Witwe Durham. Und die Witwe ist vermutlich Bettys Mutter. Genau das war sie. Aber die Mutter starb selbst innerhalb eines Jahres und Betty erbte ein großes Vermögen. Durham sollte ihr Vormund sein, doch nur so lange, bis Betty heiratet. Oh, langsam geht mir ein Licht auf. Sagen Sie mal, Holmes, haben Sie auch schon das Rätsel von Winnens letzten Worten gelöst? Die singende Violine? Nun, das ist wirklich sehr einfach zu erklären, Watson. Nun, da der... da sind wir ja. Holmes! Es war typisch für Holmes, mich mitten in einer Erklärung stehen zu lassen, während ich vor Neugier platzte. Aber nun konnte ich nichts tun, außer auf seine Rückkehr zu warten. Ich wartete auf ihn bis Mitternacht und ging zu Bett, ohne ihn zu sehen. Und als ich am nächsten Morgen erwachte, war er bereits fort. Ich sah ihn erst um 9:45 wieder. Und wo sind Sie gewesen? Könnten Sie bitte mal zum Fenster gehen, Watson? Was? Ich habe eine Überraschung für Sie. Oh, na gut. Noch nicht, Watson. Drehen Sie sich um. Schauen Sie auf die Straße hinaus. So ist es besser. Na, 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 na. Es dauert nicht mehr lange. So. Sie dürfen gucken.
Aber was? Die singende Violine. Das ist ja fantastisch. Ja, ein Unmensch mit einer diabolischen Absicht, unser Mr. Durham. Seife auf dem Bogen, damit es keine Geräusche macht. Und dann dies. Kommen Sie mit, Watson. Wohin? Sie müssen einen Plan vollenden, den diesmal nur Sie durchführen können. Ach, wirklich? Ihnen. Kleiner Murdoch, habe ich dich doch noch gefunden? Was? Du hast meiner Frau schöne Augen gemacht und dafür wirst du büßen, bis du nicht mehr stehen kannst. Einen Moment mal. Ich glaube, Sie haben den falschen Mann. Red dich bloß nicht raus. Au, ich kenne keinen Murdoch, Sir. Hilfe, haben Sie eine Schraube locker? Ich mach dich fertig, du Wicht, wie ich noch nie jemanden fertig gemacht habe. Danach wirst du nicht mehr so hübsch lächeln können. Mein junger Freund, nimm dies. Das ist mein letztes Wort, Durham. Ich hatte ja nichts dagegen, Ihre Stieftochter für verrückt zu erklären. Aber ich ziehe die Grenze beim Mord. Wenn sie sterben soll, machen Sie es selbst. Na gut, Marino. Das werde ich. Aber Sie werden den Totenschein für mich ausstellen. Das werde ich tun. Eine Überdosis Morphium wäre der beste Weg. Ich präpariere jetzt eine Subkutanspritze für Sie. Sie steht gerade unter Beruhigungsmitteln. Das sollte für Sie also ein leichtes Spiel sein. Auf welchem Zimmer liegt sie? Nummer 4. Dr. Marino, Hilfe! Was ist denn da draußen los? Das kann warten. Geben Sie mir die Spritze. Hilfe! Au! Thank you.
Mich. Fassen Sie das Mädchen nicht an! Ich warne Sie! Bei allen Heiligen, sonst werde ich Sie töten! Durham! Durham! Hören Sie mich! Durham! Durham! Geht's ihr gut, Holmes? Das Mädchen geht's ihr gut, Watson. Sie ist betäubt, aber ihr geht's gut. Wo waren Sie denn so lange? Dr. Marino hatte Verstärkung geholt. Ich zog eigene Schlüsse und als ich hier ankam, kämpfte Dr. Watson gerade gegen vier Männer. Und er hielt sich nicht schlecht. Würde mir jetzt bitte jemand erklären, was hier los ist? Nichts würde mir mehr Freude bereiten, Inspektor. Darf ich Ihnen Mr. Guy Durham vorstellen, den Mörder? Was? Natürlich wusste ich, Watson, dass Betty in Gefahr ist. Als Durham Marino erwähnte, ich kenne Marino schon länger, aber damals war er kein Arzt, sondern ein Scharlatan. Sagen Sie, Watson, wie hat Betty Jimmys Tod aufgenommen? Das war ein ziemlicher Schock für das arme Mädchen. Sie hatte einen Nervenzusammenbruch. Ach, sie ist jung. Sie wird sich erholen. Die Jugend hat ihre eigenen Wege, solche Tragödien zu überwinden. Ach, verdammt. Ich habe völlig vergessen, dass ich den Bogen eingeseift hatte. Es wird Tage dauern, bis ich wieder spielen kann. Wirklich? Ach, Seife ist doch eine wunderbare Erfindung und erfüllt so viele Zwecke. Kalter Hummer und Tomatenscheiben.
Könnte es eine perfektere Vermählung des Geschmacks geben, Watson? Doch vergliche man Romeo und Julia, dann passten sie einfach nicht zusammen. Ach, Watson, wollen Sie denn nicht mitessen? Aber Watson, Sie können doch wirklich nicht ewig auf mich wütend sein. Wegen etwas so Trivialem. Trivial? Was ist denn trivial daran, die Wand mit Kugeln zu verschandeln? Ich finde nicht, dass ich die Wand verschandelt habe, wie Sie es so schön formulieren. Ich habe sie auf patriotische Art und Weise dekoriert. Holmes, ich habe Ihnen in dieser Wohnung viele Freiheiten gelassen und oft darunter gelitten. Erst experimentieren Sie mit übelriechenden Gasen, dann nerven Sie mich mit diesen lächerlichen Verkleidungen, aber Sie, selbst Sie, haben als Grund dafür noch nie den Deckmantel des Patriotismus hervorgekramt. Aber VR sind die Initialen der Königin. Ich habe doch nur den Geburtstag Ihrer Majestät gefeiert. Den Geburtstag Ihrer Majestät? Nein, das ist keine Entschuldigung. Ich war wohl ein wenig zu eifrig, aber dafür können Sie einen Mann doch nicht entschuldigen. Und trotzdem. Ist gut, Watson. Ich schwöre feierlich, es nie wieder zu tun. Nun? Und Hummer und Tomaten zum Frühstück? Wer tut denn sowas? Möchten Sie mir Gesellschaft leisten? Ja, gerne. Sehr freundlich. Wie seltsam. Ich habe Sie nicht vor Mittag erwartet. Sie hat wohl den Nachtzug genommen. Wen? Sie werden sie gleich kennenlernen. Na dann. Sie soll doch nicht das Gefühl haben, dass sie stört. Mr. Holmes? Ja. Miss Millicent Channing? Ja. Ich schrieb, dass ich gegen Mittag hier sein würde, aber ich wollte keine Zeit verlieren und nahm den Nachtzug. Ich verstehe. Treten Sie doch näher. Dies ist mein guter Freund und Mitarbeiter Dr. Watson. Wie geht es Ihnen? Oh, danke. Und Ihnen? Setzen Sie sich doch bitte, Miss Channing. Sie sind bestimmt müde von der Reise. Besonders in Anbetracht der Tatsache, dass Sie einen Teil des Wegs per Dogcart fuhren. Woher wissen Sie das von dem Dogcart? Nun, mir ist aufgefallen, dass Ihr rechter Ärmel Schmutz bespritzt ist. Nur ein Dogcart spritzt den Schmutz so unerfreulich hoch hinauf. Mr. Holmes kann auch Ihren Geburtstag erschließen und die laufenden Nummern aller Geldscheine, die Sie in Ihrer Börse haben. Dr. Watson übertreibt. Zumindest ein wenig. Ich habe schon so viel über Ihre Fähigkeiten gehört, Mr. Holmes. Man sagt, Sie seien einer der schlauesten Männer in London. Zu freundlich. Sie schrieben in Ihrem Brief, dass Ihr Verlobter verschwunden ist? Ich fürchte, dass ihm etwas Schreckliches zugestoßen ist. Warum, Miss Channing? Es ist alles so wirr, so konfus. Vor einigen Tagen erwartete ich ihn zum Essen, aber er kam nicht. Ich machte mir Sorgen und ging zu seiner Wohnung. Millicent. Man sagt doch, wenn der Prophet nicht zum Berg kommt. Lieber Himmel, wir waren zum Essen verabredet. Um 8 Uhr. Du musst mir vergeben. Ich war so vertieft, dass ich es einfach vergessen habe. Millicent? Würdest du gerne einen richtigen Professor der Geschichte von der Londoner Universität heiraten? Ich würde viel lieber dich heiraten, John. Ich meine ja mich. Wie? Meinst du das ernst? Aber du kannst doch erst in 3 Jahren Professor werden. Vielleicht schon in einem Monat oder sogar nächste Woche. Aber wie? Nun, du weißt doch, dass ich über die englische Geschichte des 14. Jahrhunderts forsche. Ja. Nun, ich habe Grund zur Annahme, dass ich eine wunderbare, fantastische Entdeckung gemacht habe. Oh, erzähl's mir. Erst wenn ich meine Theorie überprüft habe. Und wenn ich recht habe, dann glaub mir, wird es sofort eine Berufung an die Universität geben. Und noch dazu werde ich berühmt sein. Oh, aber John, es ist nicht fair, mich nicht einzuweihen. Ich verspreche dir, dass ich's dir bald erzähle. Morgen werde ich mich mit Sir Thomas Greystone in Aberdeen treffen, um seine Hilfe zu bekommen. Er kann nicht ablehnen, denn mein Erfolg wird auch ihn berühmt machen. John, du musst es mir einfach erzählen. Aber nicht mehr heute Abend.
Ich werde dir alles erzählen, wenn ich übermorgen wieder hier bin. Du weißt doch, das Glück ist mit den Geduldigen. Aber er kam nicht zurück. Nicht an dem versprochenen Tag und auch nicht am nächsten. Ich telegrafierte nach Grayston Castle und fragte, warum er sich verspätet. Und erhielt diese Antwort. John Cartwright, hier unbekannt. Gezeichnet Greystone. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, Mr. Holmes. Ich habe mich dann entschlossen, nach Aberdeen zu fahren, um persönlich mit Sir Thomas Greystone zu sprechen. Er muss sich geirrt haben. Hier ist es, Miss. Also, ich beneide Sie bestimmt nicht, Miss. Warum? Stimmt etwas nicht? Man munkelt, dass hier was nicht stimmt. Seit es den Greystones nicht mehr so gut geht, sind sie ein seltsames, unheimliches Paar. Nie kommt jemand sie besuchen und die, die es doch tun, verschwenden keine Zeit hier. Wäre ich Sie, Miss, würde ich warten, bis es hell ist, bevor ich da reinginge. Dazu habe ich nicht die Zeit. Es wird schon gut gehen. Sie werden schon sehen, Miss. Hör! Ich möchte mit Sir Thomas Greystone sprechen, bitte. Ich heiße Miss Channing. Würden Sie ihm bitte sagen, dass... Miss Channing, ja? Sie sind die Dame mit dem Telegramm. Ja, Sie halten mich bestimmt für töricht, weil ich einfach hierher komme, Sir Thomas. Walter Greystone ist mein Name. Sir Thomas ist mein Vater. Wenn Sie sich nach Ihrem Verlobten erkundigen möchten, diesem Mr. Cartwright, ja, dann sind Sie wirklich töricht. Wir wissen wirklich nichts über diesen Gentleman. Aber das verstehe ich nicht. Er sagte mir, dass er herkommen würde, um mit Sir Thomas zu reden. Und worüber? Über eine Entdeckung, die er während historischer Nachforschungen machte. Er sagte, Sie würden ihn und Sir Thomas berühmt machen. Ich kann Ihnen versichern, Miss Channing, dass uns niemand hier aufgesucht hat. Niemand. Aber ich weiß, dass er mit dem 10-nach-6-Zug am Donnerstag gefahren ist. Ich hab's gesehen. Der 10-nach-6-Zug hat viele Zwischenhalte. Er könnte ja einfach ausgestiegen sein. Aber warum? Das weiß ich nicht, Miss. Entschuldigen Sie... Ich sorge mich. Er ist schließlich mein Verlobter. Ich verstehe Sie, aber wir können Ihnen nicht helfen.
Entschuldigen Sie die Umstände. Einen Moment, Miss. Das Telegramm, das ich Ihnen geschickt habe, kostet 2 Schilling. Die möchte ich zurückhaben. Vater! Sei still! Ich bin nicht die Heilsarmee. Sind Sie Sir Thomas Greystone? Das bin ich. Warum haben Sie denn nichts gesagt? Ich habe es nicht abgestritten. Sie schulden mir noch 2 Schilling. Danke. Gute Nacht, Miss Channing. Was ich auch über die Greystones dachte. Ich glaube nicht, dass sie mich belogen haben. Warum sollten sie leugnen, dass sie John gesehen haben? Wie auch immer, als ich durch den Garten zurückging, fand ich diesen Fahrplan in den Büschen. Ich vermute, dass die Notizen hier am Rand von Ihrem Verlobten stammen, Miss Channing. Ja, Mr. Holmes. Sie haben gelogen. Er war dort. Und aus irgendeinem Grund versuchen Sie, es zu vertuschen. Er hat offensichtlich nach dem Weg zum Schloss gefragt und sich am Rand Notizen gemacht. Es ist ganz offensichtlich, dass die Greystones lügen. Aber warum? Da bietet Ihnen jemand Ruhm an und Sie lehnen ab? Es gibt noch wichtigere Dinge im Leben als Ruhm, Watson. Welche wichtigeren Dinge zum Beispiel? Das ist unser Problem. Sie helfen mir doch, Mr. Holmes. Ich tue mein Bestes, Miss Channing. Ach, Watson, welche Könige haben denn im 14. Jahrhundert regiert? Warten Sie mal, 14. Jahrhundert, ein paar Henrys und Richard II. Natürlich. Richard II. Wurde der nicht hingerichtet? Ja, Pontefract Castle, 21. September 1300 und, Miss Channing, könnten Sie uns bitte die Wohnung Ihres Verlobten zeigen? Seine Wohnung? Aber warum denn nicht Greystone Castle? Dort möchte ich lieber nicht unbewaffnet hinfahren. Warum nicht? Wir beide haben Revolver. Ich meine damit Informationen, Watson, die sich mit dem Verschwinden von Miss Channings Verlobten befassen. Kommen Sie bitte, Miss Channing. Ich kann hier drin nichts finden. Wollen Sie mal sehen, Watson? Oh, danke, Miss Channing. Danke. Aha, das also fand Cartwright so interessant. Was denn, Holmes? Er verdient die Professur tatsächlich, wenn er dies hier verstehen könnte. Hören Sie zu. Dieses Gelöbnis an Richard, ich Richard hier mach, zu erwidern an Richard, was ich Richard von Richard bewach, lasset Richard schauen auf den nördlichen Stern, dann 6 und 7 seien nicht mehr fern. Drücket und schiebet und hinab die 10, sehet euch vor und bleibet nicht stehen. Verspüret den Wunsch, ihr hinaus zu entweichen, schrecket nicht, des Löwen Schnauz fest zu streichen. Versmaß und Reime perfekt. Aber was bedeutet das denn? Nun, das ist doch ganz einfach, Watson. Sehen Sie, Holmes, manchmal scheinen Sie zu glauben, dass man auf einem Regenschirm einfach zum Mond reisen kann. Ja. Nun analysieren wir es Stück für Stück. Der Anfang ist nichts weiter als eine Quittung. Eine Quittung? Natürlich. Dieses Gelöbnis an Richard, ich Richard hier mach, zu erwidern an Richard, was ich Richard von Richard bewach. Nun, offensichtlich hatte Richard seine Besitztümer an einen loyalen Freund weitergegeben. Und er bekam das Versprechen, dass sie zurückgegeben werden. Ja, ja, das verstehe ich ja. Der Rest der Schrift sagt ihm einfach nur, wie er seine Besitztümer zurückbekommt. Nämlich, lasset Richard schauen auf den nördlichen Stern. Eine Art Karte sozusagen. Genau. Aber was hat das alles mit Cartwrights Verschwinden zu tun? Nun, in Wilkinsons Biografie von Richard II. Wird erwähnt, dass einer der treuesten Anhänger des Königs ein Richard Greystone war, der erste Eigentümer von Greystone Castle. Cartwright muss geglaubt haben, dass Richard seine Besitztümer ihm gegeben hat. Also fuhr er dorthin, um es zu überprüfen? Ja. Aber das erklärt noch nicht, warum John nicht zurückkommt. Die Antwort, Miss Channing, bekommen wir nur in Greystone Castle.
Seltsam. Es scheint niemand hier zu sein. Ich steig ein und lass sie rein. Ja. Hier entlang und bleiben Sie dicht hinter mir. Dieses Gelöbnis an Richard, ich Richard hier mach, zu erwidern an Richard, was ich Richard von Richard bewach. Hallo, eine Hälfte scheint durch ein Feuer zerstört zu sein. Dann besteht die Chance, dass König Richards Besitztümer noch nicht gefunden wurden. Richtig, das wurden sie nicht. Sie haben also Hilfe mitgebracht, Miss Channing. Wo ist er? Was haben Sie ihm angetan? Er ist in Sicherheit. Im Turm. Da Sie gerade da sind, vielleicht können Sie Mr. Cartwright überzeugen, uns das Geheimnis der Greystone Instiff zu verraten. Das werden wir sicher nicht tun. Er hat die fixe Idee, der Königin Richards Schatz als Geburtstagsgeschenk zu überreichen. Er kostet ein Vermögen und er ist rechtmäßig meiner. Er gehört rechtmäßig der Krone. Ihre Meinung interessiert mich nicht. Ich warne Sie, wenn Sie Mr. Cartwright nicht zum Reden bringen, dann wird keiner von Ihnen diesen Raum leben verlassen. In dem Fall mache ich mein Schicksal nicht von jemand anderem abhängig. Ich führe Sie selbst zu König Richards Schatz. Holmes! Warum für ein Museumsstück sterben, Watson? Schauen wir uns das Gelöbnis noch einmal an. Dieses Gelöbnis an Richard, ich Richard hier mach. Zu erwidern an Richard, was ich Richard von Richard bewach. Soweit waren wir auch ohne Ihre Hilfe. Los, weiter! Die Bedeutung ist doch ganz klar. Welcher Schatz auch immer hier versteckt ist, er gehört der königlichen Familie und niemandem sonst. Lasset Richard schauen auf den nördlichen Stern. Das gibt uns die Richtung. Tut es das? Man kann den Polarstern von jedem Punkt dieser Hemisphäre aus sehen. Ihr Vorfahr wusste das. Er sagte, lasset Richard schauen. Und er meinte diesen Richard. In anderen Worten, die Richtung findet man raus, indem man von diesem Punkt aus nach Norden sieht. Ich sehe nun genau nach Norden. Dann 6 und 7 seien nicht mehr fern. Und das bedeutet? Nun, einfach 13 Schritte zu gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Drücket und schiebet und hinab die 10. Drücket! Stufen! Und schiebet und hinab die 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hier ist es.
Hier. Diamanten. Rubine. Perlen. Endlich. Auf diesen Moment habe ich so lange gewartet. Diamanten. Rubine. Wenn wir nun gehen könnten? Ich fürchte, ich kann Sie nicht gehen lassen. Aber Sie haben es versprochen. Wir sind doch nicht blöd. Sie rennen sonst sofort zur Behörde. Dies wird mich glücklich machen. Ich wüsste nicht wie, ob mit oder ohne uns. Ihre Vorfahren haben wohl für Eindringlinge vorgesorgt. Sie haben es gewusst. Eher vermutet. Dann kennen Sie auch den Weg hinaus, sonst wären Sie nie mitgekommen. Sagen Sie es mir, oder ich schieße Sie gleich jetzt über den Haufen. Verdammt! Obwohl nur ich das Geheimnis der Tür kenne? Behalten Sie die Juwelen. Die Juwelen gegen den Weg hier raus. Die ganzen. Zeigen Sie uns den Weg raus und Sie können alles behalten. Nein. Sie gehören doch mir. Nein, Walter. Keine einzige Goldmünze. Bist du verrückt, Vater? Willst du hier etwa verrotten? Sie gehören mir. Der Schatz gehört mir. Sie dürfen ihn nicht bekommen. Achten Sie nicht auf ihn. Geben Sie mir die Waffe. Sie können den Schatz haben. Nur die Waffe, bitte. Die letzten zwei Zeilen der Inschrift heißen, wenn ich mich richtig erinnere, habt ihr den Wunsch, hinaus zu entweichen, müsst ihr des Löwen Schnauz feststreichen. Dieser Abend könnte nicht schöner sein. Die Greystones sind im Gefängnis, die Cartwrights sind wieder zusammen und Sie und ich genießen den kalten Hummer und Tomaten. Jetzt geht es mir so richtig gut. Haben Sie denn gar kein schlechtes Gewissen, Watson? Gewissen? Nein, warum? Nun, mir ist das Goldstück an Ihrer Uhrenkette aufgefallen. Sie haben es aus der Schatzkammer. Sie meinen gestohlen? Ganz sicher nicht. Ich habe beim Ministerium einen Antrag dafür gestellt. Haben Sie? Wie überaus unternehmungslustig von Ihnen, Watson. Ja, nicht wahr? Warum tun Sie das nicht auch nicht, Holmes? Möchten Sie denn kein Souvenir? Ich habe eins. Dies. Aber Holmes, ein persönliches Dankeschreiben von Ihrer Majestät. Toll, toll, Holmes. Ich gratuliere Ihnen. Gut gemacht. Danke, Watson. Thank you.
Soll ich Ihre Tasche tragen, Sir? Nein, nein, danke. Verzeihen Sie. Entschuldigung. Entschuldigung. Watson! Watson! Verzeihung. Watson, beeilen Sie sich doch. Der Zug ja, fährt ab. Könnten Sie das bitte... Entschuldigen Sie. Das war knapp, Holmes. Da haben Sie recht. Wenn Sie dem Barmädchen nicht so lange schöne Augen gemacht hätten, dann hätte die Zeit gut gereicht. Woher wissen Sie das nun wieder? Ihr Ellbogen erst nass. Sie haben sich offensichtlich auf eine Bar gestützt. Und wie ich Sie kenne, gab es dort keinen Barmann. Oh, war ja, ein hübsch? Ganz entzückendes junges Ding. Kommt gerade aus Lancashire und ist noch nicht lange in London. Blinko Watson! Sardine Taunton! Oh, das gibt's doch nicht, wie klein die Welt doch ist. Oh, guter alter Blinko, der beste Kumpel, den ich in der Schule hatte. Ich muss schon sagen, du hast ein bisschen was zugelegt, mein Bester. Ja, oh, ganz besonders. Ja, also, sagen Sie, Holmes, kennen Sie Sardine? Nein, nett, Sie kennenzulernen, Sardine. Hast du gerade Holmes gesagt? Doch nicht etwa Sherlock Holmes. Du hast wohl über ihn in der Zeitung gelesen, was? Oh, die Zeitung schreibt ja gerade über nichts anderes als Ihren letzten Fall, Mr. Holmes. Na, am Anfang waren Sie eher hinderlich für uns, aber wir haben den Fall dann doch vor Redaktionsschluss gelöst, nicht wahr, Holmes? Das haben wir, alter Blinko. Sieht ja ganz danach aus, als geht's für Sie zum Fischen. Ja, wir fahren nach Witchingen. Aber kennst natürlich. Ich habe dort einen alten Landsitz. Forthing. Das ist bei Witchingham. Oh, da fällt mir ein... Was ist, alter Knabe? Nein, gar nichts. Ich will Mr. Holmes nicht mit meinen Problemen belasten. Hm, was für Probleme, Mr. Taunton? Nun, ja, wegen der alten Mumie. Oh, Frau Mutter, Lady Taunton. Nein, die ägyptische Mumie. Hat denn dein Vater wieder geheiratet? Ach, nein, jetzt sei doch nicht albern, Blinko. Einer von diesen ägyptischen Typen, die vor tausenden Jahren mumifiziert wurden. Das meine ich mit Mumie. Oh, du hast so eine richtige, echte Mumie? Ja, doch. Mein Onkel Joseph schickte sie mir aus Ägypten. Er ist Archäologe, musst du wissen. Das ist aber ein seltsames Geschenk, oder? Letztes Jahr gab's einen Eimer Sand. Sand? Ja, aus der Sahara. Die Wüste, weißt du? Nur Sand? Ja, einfach nur Sand. Und eines Morgens stand der Sarkophag da. Sarkophag? Ja, ein Kerl namens Amenhotep. Amenhotep. Ein Priester der 14. Dynastie oder so. Naja, das behauptet zumindest Professor Van Targent. Professor Van Targent? Ja, ein Kollege meines Onkels. Lebt ganz in der Nähe. Er weiß auch nicht, was mit der Mumie los ist. Was stimmt denn nun nicht mit Ihrer Mumie, Mr. Taunton? Sie lacht. Wie bitte? Sie lacht. Lacht? Ja, lacht. Wie lacht sie denn? Nun, sie lacht ungefähr so. nee, nicht ganz. Irgendwie gruseliger als das. Irgendwie so. Und wann lacht sie denn? Oh, das kommt öfter mal vor. Und haben Sie es selbst gesehen? Ich? Nein, Gott sei Dank nicht. Warum verschenkst du sie nicht? Das geht nicht. Keiner will sie. Aber sag mal, Blinko. Oh, nein. Tut mir schrecklich leid, aber wir... warum verbrennst du sie nicht oder wirfst sie in den Fluss oder so? Ach nein, ich weiß, es ist albern, aber sie hat eine Inschrift. Etwas in der Art wie, wer meinen Schlaf vernichtet, vernichtet sich selbst. Professor Van Targent hat das mir übersetzt. Ja, aber du glaubst doch nicht diesen ganzen Hokuspokus, ich meine ägyptische Streiche und alles, also ehrlich. Naja, ich glaube ja nicht direkt an den Fluch, Blinko, aber ich muss bald was tun. Ich bin verlobt mit Rowena Featherington. Bekannt? Oh, ein ganz tolles Mädchen. Hat eine Tante. Ein richtiger Drachen. Und sie will unbedingt, dass Rowena die Verlobung löst. Sie meint, ein Kerl, der eine lachende Mumie hat, ist eine Beleidigung für ihre Ehre. Ja, das kann ich verstehen. Ja. Da fällt mir ein, würde es Ihnen was ausmachen, mitzukommen und dem Lachen ein Ende zu setzen? Nein, mein Bester. Wir fahren doch zum Fischen, weißt du? Oh, nein, das könnte interessant sein, Watson. Eine Mumie, die lacht. Dieses Amenhotep. Sieht nicht aus, als hätte der was zu lachen.
Das sollte man wohl meinen, oder? Aber warte, bis du ihn hörst, Blinko. Schrecklich. Einfach nur schrecklich. Hm, 14. Dynastie, wie ich sehe. Ein besonders schöner Sarkophag. Ich muss schon sagen, die Schnitzereien der 14. Dynastie sind die schönsten, die ich kenne. Ah ja. Ah ja. Amenhotep. Priester und Krieger. Und hier der Fluch. Ja. Wer meinen Schlaf zerstört, zerstört sich selbst. Da kriegt man Angst, hä? Oh. Das Ding ist voll mit Splittern. Ständig ziehe ich mir ein. Hm. Wann fing denn das Lachen an, Reggie? Als sie vor 6 Monaten hier ankam? Nein, da noch nicht. Erst hat sie sich gut benommen. Brav wie ein Lamm. Und dann fing es vor 1 Monat an. Ich verstehe. Ich vermute, dies sind die anderen ägyptischen Trophäen, die ihr Onkel geschickt hat. Ja, stimmt. Ich denke sie alle in diesen Raum. Mein ägyptisches Zimmer. Mhm. Wenn Onkel Joseph zurückkommt, soll er nicht denken, dass ich seine Geschenke nicht wertschätze. Diese Archäologen sind immer ganz empfindlich, wenn es um ihre Grabungsschätze geht. Ja, eigentlich verständlich. War Ihr Onkel kürzlich mal wieder in England? Oh, nein. Er ist als junger Mann gen Osten galoppiert. Das ist jetzt 40 Jahre her oder so. Hm, Sie haben ihn nie kennengelernt. Nein. Oh, da steht übrigens der Sahara-Sand, von dem ich erzählt habe. Oh, ja. Ja. Schreibt Ihr Onkel denn ab und zu? Oh, nein, nie. Er schickt nur die Sachen rüber, die er ausgräbt. Aha. Haben Sie zufällig ein Foto von ihm? Ja, das hier. Das wurde von ihm in Oxford gemacht. Er wird sich wohl ein bisschen verändert haben. Wissen Sie, 40 Jahre. Jetzt ist er nicht mehr der Jüngste. Yeah. Oh, das tut mir leid, Reggie. Ich wusste nichts von deinem Besuch. Oh, nein. Bleib doch, Rowena. Ich möchte, dass du jemanden kennenlernst. Das ist Blinko, Dr. Watson und Mr. Holmes. Mr. Sherlock Holmes. Dies ist meine Verlobte, Miss Featherington. Mr. Sherlock Holmes? Der Detektiv? Ja, er ist hergekommen, um sich um die lachende Mumie zu kümmern. Haben Sie schon etwas herausgefunden, Mr. Holmes? Warum lacht sie denn? Vielleicht hat sie sich ja selbst totgekitzelt. Ich bitte Reggie so oft, sie loszuwerden, sie zu zerstören, irgendwas. Aber er hat ja Angst vor dem Fluch. Nun, mich wird der Fluch dann ja treffen. Du kennst ja die Legenden. Wirklich, Reggie, wir leben im 19. Jahrhundert. Und Tante Agatha will wissen, wann wir endlich essen. Sie verhungert. Die Frau verhungert ständig. Bitte, Reggie, sie ist meine Tante. Gut, dann muss ich das Essen wohl selbst kochen. Der Koch ist gestern geflüchtet. Der 4. diesen Monat. Sag mal, Blinko, kannst du kochen? Was nun also? Reggie, du hast doch Dr. Watson nicht zum Kochen eingeladen. Ich werde kochen. Ich glaube, dann koche ich doch lieber selbst. Wir beide werden kochen. Komm schon. Wie viele sind wir denn? 5? Nein, 6. Ich habe auch Professor Van Target eingeladen. Wenn Sie ein Glas Sherry oder ein Brandy oder so möchten, bedienen Sie sich. Steht alles da drüben. Nettes Mädchen. Holmes, ich bin dafür, dass wir die Angelegenheit schnell hinter uns bringen. Die Fische in Witchingham sollen gut anbeißen. Ich frage mich... Was denn? Was gefunden, Holmes? Nein, ich frage mich nur, ob Miss Featherington kochen kann. Ein Doktor, sagen Sie, junger Mann? Sicher ein Tierarzt. Madame, ich machte den Abschluss an der Königlichen Universität. Ich bin auf Menschen spezialisiert. Und Sie sind also Detektiv, junger Mann, wenn ich richtig verstanden habe. Ja, Madame, ein Detektiv. Und arbeiten mit der Polizei? Nun, gelegentlich. Kein Wunder, dass die Kriminalitätsrate steigt. Rowena, werden wir oder werden wir nicht essen? Gleich, Tante. Wir bringen das Essen jetzt rein. Reggie erzählte, Sie sind vor kurzem aus Ägypten zurückgekommen, Professor. Ja, Mr. Holmes. Vor wenigen Monaten. Ich werde mich nun nicht mehr aktiv betätigen in der Ägyptologie. Ich verstehe. Stimmt es, dass Sie dort Reggies Onkel kennengelernt haben? Ja, Professor Thornton und ich haben sehr lange gemeinsam im Tal der Könige am Nil ausgegraben. Ist Professor Thornton dort noch aktiv? Ja, Joseph ist gerade mit wichtigen Ausgrabungen dort betraut. Sie sind sicherlich froh, all Ihre alten Bekannten und Freunde endlich wiederzusehen, Professor. Ich war so lange im Ausland, Doktor, dass ich keine Freunde mehr habe. Und ich fürchte, dass auch meine Familie keinen Wert mehr auf mich legt. Da sind wir endlich. Besser spät als nie, sage ich immer. Bitte bedienen Sie sich ganz einfach. Ganz informell. Es gibt Truthahn. Nach dem Rezept aus einem alten Kochbuch in der Küche. Nicht wahr, Reggie?
Naja, zumindest hoffe ich, dass es ein Kochbuch war. Darin stand irgendetwas über das Mischen von Stickstoff und Wasserstoff oder so. Gute Güte. Wenigstens ist es reichlich. Ich habe schon seit Jahren keinen vernünftigen Truthahn mehr gegessen. Na, nimm nur. Gummi. Reiner, ungenießbarer Gummi. Nicht, ja. Finde es ganz essbar. Wie schmeckt es Ihnen, Holmes? Zäh. Wer weiß, vielleicht hätte Soße geholfen. Ein wenig. Es ist ganz vorzüglich, Miss Featheringstone. Sie sind ja auch daran gewöhnt, Käfer und Maden zu essen. Die sollen ja als Delikatessen gelten. Nehmen Sie das andere Ende, bitte. Vorsichtig. Vorsichtig. Dieses Mal haben wir es selbst gehört. Ja, Watson, dieses Mal haben wir es selbst gehört. Und nun kommen wir zum Fall der lachenden Mumie. Von all den dummen Sachen, in die Sie mich gebracht haben, ist dies die dümmste. Na, endlich. Was wollen Sie denn hier oben finden? Etwas, das ich heute Abend entdeckt habe, Blinko. Hören Sie schon auf mit dem albernen Namen. Wow. Alles in Ordnung? Alles gut, alter Freund? Ja, es geht schon, aber wenn ich hier sterbe, sind Sie persönlich verantwortlich. Ja, gut. Wir haben es bisher immer geschafft, auch wenn ich manchmal Zweifel hatte. Bald werden wir es wissen. Was wissen? Wenn ich mich nicht irre, ist das hier unsere lachende Mumie. Aber das ist nur ein Wetterhahn, Holmes. So sieht's aus, aber einer, der lacht. Hören Sie? Ha. Gute Güte, sie lacht ja wieder. Ja, so scheint es, nicht wahr? Besonders mit einer Mumie im Haus. Wenn der Wind aus einer bestimmten Richtung kommt, macht der Wetterhahn dieses Geräusch. Und das Ergebnis davon hören Sie dann im ägyptischen Zimmer hier unter uns. Das ist ja unglaublich, Holmes. Wie sind Sie darauf gekommen? Wenn man mit dem Okkulten zu tun hat, Watson, sollte man immer erst natürliche Phänomene in Betracht ziehen. Kommen Sie, helfen Sie mir bitte, ja? Oh, wundervoll. Seien Sie vorsichtig beim Runtergehen, Holmes. Ja, ja. Immer schön vorsichtig. Ja. Hier, Watson, könnten Sie das bitte mal halten? Watson, sind Sie da lang? Wo ist er denn hin? Watson? Watson! Watson! Du glaubst doch nicht, dass die beiden wissen, was sie tun, Reggie. Einfach aus dem Haus zu rennen. Kleines, da kennst du Blinko nicht. Aber Mr. Holmes wirkt so vernünftig. Oh ja, ja, ja. Er ist der zuverlässige Typ. Sagt nicht viel, aber wenn er was sagt, dann hat er recht. Wie ich. Sagen Sie, Professor, das ist sicherlich die erste lachende Mumie, von der Sie gehört haben. Meine allererste, Miss Featheringstone, und ich bin sicher. Dr. Watson, was ist passiert? Bin vom Dach gerutscht und im Rhododendron gelandet. Oh nein, nicht mein Rhododendron, Blinko. Der soll doch zur nächsten Blumenschau. Du kannst deine Teilnahme dort jetzt wohl vergessen. Reggie, wie lange ist dieser Wetterhahn schon auf dem Dach? Oh, ungefähr einen Monat. Ich verstehe. Und vor ungefähr einem Monat fing Ihre Mumie an zu lachen? Ja, das stimmt, Mr. Holmes. Sie wird jetzt wohl nicht mehr lachen. Es entstand durch den Wind, der gegen die Wetterfahne blies und dann durch den Kamin heulte, was ein Geräusch wie Lachen erzeugte. Oje, oje, oje. Wer hätte das bloß gedacht? Mr. Holmes, wie fürchterlich klug von Ihnen. Das haben Sie ganz alleine herausgefunden? Ich war auch dort auf dem Dach, Miss Featheringstone.
Oh, das weiß ich doch. Ich finde Sie beide fürchterlich klug. Mein Kompliment, Mr. Holmes. Uns alle überrascht diese einfache Erklärung. Obwohl ich natürlich wusste, dass es eine Erklärung gibt. Nun, dann können wir ja zurück zum Essen. Wir haben noch den nächsten Gang, war es nicht Lamm, Rowena? Ich glaube schon. Irgendwelches Fleisch eben. Ach, Reggie. Ja, Mr. Holmes? Wer hat den auf das Dach montiert? Na, ich war's. Der lag hier so rum und ich wollte ihn aus dem Weg haben. Ich verstehe. Danke. Wissen Sie, ich werde das Lachen vermissen. Das macht ihn irgendwie menschlich. Nahezu munter. Hey, muntere Mumie. Na dann, wieder mal ein Rätsel gelöst, Holmes. Hm. Ja, Watson. Aber während wir das gelöst haben, tauchte ein viel größeres Rätsel auf. Ah, was meinen Sie damit? Ihnen ist sicher aufgefallen, dass der Sarkophag aus der 14. Dynastie ist. Aber die Mumie selbst ist aus einer viel jüngeren Zeit. Na, vielleicht lag die Kiste so rum, als der Kerl starb. Ja, möglich, möglich. Der Sarkophag hätte aber ganz schön lange da rumliegen müssen. Guten Morgen zusammen. Ist das nicht ein wundervoller Morgen? Einfach großartig. Guten Morgen, Miss Featherington. Ja, es ist wirklich ein wundervoller... Sie sehen so frisch aus, Miss Featherington. Wirklich sehr frisch. So fühle ich mich auch. Keine lachende Mumie mehr, dank Ihnen, Mr. Holmes. Was haben wir denn hier? Sind denn alle Frühaufsteher? Guten Morgen allesamt. Morgen. Ja, morgen. Gott regiert im Himmel und auf Erden ist alles gut. Irgendwie so in der Art, oder? Aber so redet man doch nicht von unserem Herrgott. Aber ich habe doch nur ein Gedicht oder sowas rezitiert. Shakespeare, glaube ich. Tennyson-Liebling. Oh, wirklich? Wenn mich nicht alles täuscht, Miss Featherington, dann müsste das eher ein Zitat sein von Robert Browning. Ben Ezra. Pippas Reise, Watson. Ja, natürlich, Pippas Reise. Auf jeden Fall so in der Art. Guten Morgen. Oh, guten Morgen, Professor. Morgen. Nehmen Sie sich doch eine Tasse Tee. Oder Schinken oder Rührei oder was auch immer. Oh, danke, nein. Ich wollte nur dieses Buch zurückbringen. Das ist sehr freundlich von Ihnen, danke. Ach, Professor Van Tagent? Ja, Mr. Holmes. Reggie hat eine Vase aus der 14. Dynastie im Ägyptenzimmer, die mir Rätsel aufgibt. Ich hatte mich gefragt, ob Sie mir damit behilflich sein könnten. Es wäre mir eine Ehre, Mr. Holmes. Sollen wir das gleich tun? Wenn es keine Umstände macht, Professor? Nein, gar nicht. Fein, danke. Hier, die Komposition der Keramik kommt mir doch später als die 14. Dynastie vor, Professor. Dies ist die Vase, die ich meine. Bedeutend später, Mr. Holmes. 18. Dynastie, um genau zu sein. Mhm. Ich habe vermutet, dass Reggie sich täuscht. So wie er sich auch täuscht in der Mumie. Die Mumie? Ich fürchte, ich verstehe nicht ganz. Ach nein, aber Sie waren es doch, der Reggie erzählt hat, Amenhotep sei aus der 14. Dynastie. Das habe ich, Mr. Holmes. Aber diese Mumie stammt wie die Vase aus einer viel späteren Periode. Wirklich? Wie viel später, schätzen Sie, Mr. Holmes? Nun, ich würde sagen, 4000 Jahre später. Wie haben Sie das festgestellt, Mr. Holmes? Nun, der Sarkophag ist offensichtlich authentisch. Aber die Stoffstreifen der Mumie selbst sind in moderner ägyptischer Art gewebt. Geschickt auf alt gemacht, muss ich sagen. Ich hatte gehofft, dass man es nicht merkt. Wäre uns die Wetterfahne nicht dazwischen gekommen, hätte ich mir die Mumie nie so genau angesehen. Was schlagen Sie jetzt vor, Mr. Holmes? Ich fürchte, Professor, ich habe keine Wahl. Holmes, wovon reden Sie bloß? Professor Van Tagent ist bedauerlicherweise, lieber Watson, ein Mörder. Mörder? Aber wer wurde ermordet? Joseph Taunton, Reggies Onkel Joseph. Aber, woher wissen Sie das denn? Wo ist die Leiche? Sie liegt direkt vor Ihnen, Watson, als mumifizierter Rest. Oh nein, also wirklich. Sie haben recht, Mr. Holmes. Dies ist Joseph Taunton.
Und falls ich ihn getötet habe... Was meinen Sie mit, falls Sie ihn getötet haben? Ich weiß es nicht. Das hört sich seltsam an, nicht wahr? Joseph Thornton und ich waren Freunde. Wir verschrieben unser Leben der Erforschung ägyptischer Altertümer. Und letztes Jahr fanden wir das Grab des Amenhotep. Ein ungeöffnetes Grab, Mr. Holmes. Über 4000 Jahre. Joseph und ich waren die ersten Menschen, die es seit dem Tag seiner Versiegelung betreten haben. Können Sie sich vorstellen, was uns das bedeutete? Ja, das kann ich mir vorstellen. Joseph war völlig außer sich. Er wollte den Sarkophag sofort öffnen. Aber das war falsch, Mr. Holmes. Der Sarkophag sollte vorsichtig geöffnet werden. Wir stritten. Ich wollte Joseph zurückhalten, aber er riss sich von mir los, lief zum Sarkophag und öffnete ihn. Und dann... Und dann, Professor? Und dann schwankte er und fiel tot um. Als er den Sarkophag öffnete? Ja. Es gibt für dieses Unglück keine Zeugen, Mr. Holmes. Aber bei unserem Streit hatte Joseph sich Wunden zugezogen. Ich wusste, was die Polizei glauben würde. Und dann entfernten sie die Mumie von Amenhotep und legten als Ersatz die Leiche von Joseph Thornton hinein. Es war die einzige Möglichkeit, die Leiche aus dem Grab zu schaffen. Mr. Holmes, ich wollte Joseph nicht töten. Es war sein Herz. Er hatte schon immer ein schwaches Herz. Sie sagten, er schwankte, Professor. Was tat er denn, während er schwankte? Er griff sich an den Hals, als würde er ersticken. Watson, würden Sie bitte den Deckel des Sarkophags entfernen? Aber natürlich. Autsch! Ein Splitter. Ja, Watson, autsch. Wie Reggie schon sagte, und ohne Zweifel sagte das auch sein Onkel Joseph. Professor, würden Sie sich bitte ansehen, was Reggie als Splitter bezeichnete? Was ist das denn? Eine hohle Nadel, die jeden Stich, der den Deckel anfasst. Aber das verstehe ich nicht. Der Fluch des Amenhotep. Und eine hohle Nadel, die das Gift einer Viper enthielt. Das gleiche Schlangengift, das Kleopatra tötete. Und auch ihren Freund Joseph Thornton. Das typischste Symptom einer Vipervergiftung ist Ersticken. Das Opfer greift sich instinktiv an die Kehle. Aber dann war es nicht unser Streit. Nein. Sicher kann man noch Spuren des Gifts in seinem Körper finden. Selbst nach der Mumifizierung. Sagen Sie, Holmes, Sie glauben nicht, dass noch was von dem Gift in der Nadel ist, oder... Denn falls doch, werden wir es in ein paar Minuten wissen, Watson. Was? Na, was treibt denn der alte Amenhotep? Ich wette, der langweilt sich nun, da er nicht mehr lachen kann. Sie werden sicher froh sein zu hören, dass der Professor Sie von der Mumie befreien wird. Na, das ist ja schrecklich anständig von Ihnen, Professor. Was machen Sie denn damit? Er dachte sich, Sie angemessen zu bestatten. Ach, natürlich. Warum habe ich nicht daran gedacht? Weißt du, was das bedeutet, Rowena? Jetzt können wir heiraten. Die alte... Ich meine, deine Tante, die kann doch jetzt nichts mehr dagegen haben. Aber Liebling, Tante Agatha mag dich wirklich. Sie tut nur so, als würde sie dich für einen Trottel halten. Wirklich? Sie mag mich? Ich glaube ja. Na, worauf warten wir denn dann? Komm, wir bringen ihr die gute Nachricht. Danke, Mr. Holmes. Gern geschehen, Professor. Holmes! Holmes! Was? Was ist denn los? Geht es Ihnen nicht gut? Das Gift. Ich kriege keine Luft. Na. Entspannen Sie sich, Watson. Ganz ruhig. Wäre da noch Gift in der Nadel gewesen, wäre Reggie jetzt schon lange bei seinen Vorfahren. Zum Glück wirkte der Fluch nur einmal. Ah, danke, alter Freund. Das stimmt. Aber Holmes, irgendwas ist doch... Ich Nicht kriege schon keine wieder. Luft. Das war bestimmt das Essen, dem wir hier ausgesetzt waren. Ja, ich für meinen Teil hätte jetzt lieber etwas von dem Fisch, den Sie ja voller Hingabe quer durch die englischen Gewässer scheuchen möchten. Ja, deren Fluch bin wohl ich.